Hallo Leute und willkommen zurück auf dem Rosscraft zu einem weiteren Video. Wir alle kennen die Einstellung für die Max Framerate in Minecraft. Das ist diese tolle Einstellung hier und damit können wir einstellen, wie hoch die FPS maximal in Minecraft sein können. Heute werden wir testen, was passiert, wenn wir diesen Regler auf 1 oder sogar auf negative Zahlen stellen. Wir sehen, wir können hier eigentlich maximal nur bis 10 stellen, aber mit ein paar Tricks geht's auch niedriger. So, wir sind jetzt wieder in Minecraft, aber wenn wir jetzt in die Options gehen, wir sehen, wir haben die Framerate, wo wir vorhin nur bis 10 konnten, haben wir jetzt auf minus 1. Und ja, wenn wir jetzt wieder auf unsere tolle Welt joinen, werden wir gleich sehen, dass die Frame Rate ein bisschen anders ist als sonst. Wir haben jetzt ein FPS. Genau ein FPS maximal. Ich kann F3 drücken. Und so, Leute, fühlt sich Minecraft mit einem FPS an. So spielt es sich auch. Die Sounds sind zwar ganz normal, aber so fühlt es sich richtig geil an. Jetzt wisst ihr, wie es sich anfühlt, auf einem Kartoffel-PC zu spielen. So habe ich damals mit Minecraft angefangen, so ungefähr. Aber so wie wir sehen, so sieht Minecraft mit einem FPS aus. Jetzt testen wir mal, was passiert, wenn wir diesen tollen Wert auf 0 setzen oder auf minus 1. Und mir ist auch gefallen, sogar die GUI, also hier das Interface, sogar das läuft nur mit maximal 2 FPS die ganze Zeit. Und das ist schon ganz cool. Wir gehen jetzt mal direkt auf 0. So, wieder zurück in Minecraft, wir gucken in die Settings. Wir haben auf 0 FPS gestellt. Wieder auf unsere tolle Welt rein. Und sobald mein Joint dann hängt das ganze Minecraft auf einmal. Und ich habe es noch nicht getestet vorhin, wie es aussehen wird, aber es sieht auf jeden Fall genau so aus. Denn die Welt wird direkt gespeichert, fällt mir auf. Und Minecraft wird das jetzt hier direkt geschlossen oder nicht? Wir gucken das jetzt mal kurz an. Yay, Leute, 2 Minuten später gibt es keine einzige Änderung. Wir sehen ein, das Minecraft Platform SC Binary reagiert nicht. Wir können das Programm nochmal kurz schließen. Ich mache jetzt mal so. Aber jetzt, bevor wir weitermachen, werde ich erstmal testen, ob es möglich ist, mit den Einstellungen auf minus 1 zu spielen. Ich bin mir nicht sicher, ob es geht, aber es könnte eventuell sogar funktionieren. Jo, das mache ich jetzt gleich mal. Wir sehen uns wieder in Minecraft. Wir sind zurück in Minecraft und nachdem aus Versehen alle Einstellungen resettet wurden und ich mir von vorne anfangen musste, habe ich es hingekriegt, dass wir Video-Settings auf Max Frame Rate minus 5 haben. Das heißt, Minecraft muss jetzt mit minus 5 FPS laufen. Also ich schätze, was passiert ist genau das gleiche wie in der letzten. Nein! Wir haben Bild! Wir sind in Minecraft! Und wir können sogar spielen. Mit 26 FPS habe ich gerade. Und es geht wieder mit Schulquitschblau. Und es geht irgendwie. Obwohl die Einstellungen auf minus 5 sind. Leute, das ist interessant. Das heißt, wenn man die FPS noch niedriger stellt, das heißt dann, dass die FPS sogar richtig laufen. Wir sehen, wir haben sie auf minus 5. Framerate auf minus 5, Leute. Das heißt, minus 5 Bilder pro Sekunde. Eigentlich sollte also das Spiel rückwärts laufen. Aber das funktioniert alles nicht. Wenn ich einmal draufklicke, dann sind wir bei 10. Dann ist es wieder normal. Ja, dann spielen wir halt Minecraft mit 10 FPS. Und ja, das wäre es auch gewesen mit diesem kleinen Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir wissen jetzt, wie es aussieht, wenn man Minecraft mit minus 5 FPS hat. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Bis bald und ciao, Leute.